INFICON wird seit dem Januar 2023 von Oliver Wyrsch geleitet. Er ersetzt den erfolgreichen und langjährigen CEO Lukas Winkler, der Ende Jahr zurückgetreten ist. In der Halbleiterei, wo man knapp 50% der Umsatz erwirtschaftet, konzentriert man sich auf Vakuuminstrumente, Sensorlösungen und vor allem Software für Prozessoptimierungen. Die andere Hälfte hat nichts mit der Halbleiterei zu tun und wirkt jetzt als Stabilisator in dieser Phase. Entgegen ihren Mitbewerbern wie VAT oder Comet ist INFICON nur im geringen Mass vom hochvolatilen Speicherchip-Geschäft abhängig. Und deshalb hat das Unternehmen können mit den Halbjahreszahlen die Umsatzguidance erhöhen. In den USA hat man die Kapazität um 50% erhöht und kann man somit den hohen Auftragsbestand abarbeiten. Finanziell ist das Unternehmen kerngesund, knapp 60% Eigenkapitalquote, keine Nettoverschuldung, ein starker Cashflow und INFICON ist bekannt als guter Dividendenzahler. Dieses Jahr erwarten wir eine EBIT-Marge von 19%. Ich gehe davon aus, dass man diese Marge in den kommenden Jahren deutlich über 20% steigern kann, wenn die Beschaffung der kritischen Komponenten gegen Ende 2023 zum Stillstand kommt. Auch erwarte ich, dass der neue CEO das Portfolio wird schärfen. All diese Faktoren sind im heutigen Preis noch zu wenig berücksichtigt.